So, willkommen zurück in Wildlands oder Islands. Wie der Titel schon sagt, ich hoffe der Titel stimmt auch, ich kontrolliere das gerade mal schnell. Ja, endlich gibt es Fortschritte. Denn ich habe rausgefunden, wie wir an den Blasebalg kommen. Ich will noch nicht zu viel vorweg verraten, deswegen... laufe ich jetzt erstmal noch ein bisschen die Gegend. Hoppala. Na, mit dem Aim habe ich es heute nicht so. Ja, die Ruckler machen es gerade nicht einfacher. Auch im Ernst. Jetzt bleib halt stehen. So. Ich kann nur so viel verraten, ich brauche auf jeden Fall Leder. Und ich brauche mehr von dieser Cotton Plant. Denn, um an den Blasebalg zu kommen, brauchen wir ein Sewing Kit. Und das Sewing Kit basteln wir uns aus einer Nadel, irgendeiner Nadel. Und diesem Yarn heißt es, glaube ich. Also der Faden, den wir aus Baumwolle herstellen können. So, wie sieht's denn überhaupt aus? Brauchen wir irgendwas zu essen? I'm starving, ja, wir brauchen was zu essen. Dann essen wir doch mal was. So, das müsste schon passen. Wie viele Kappenpflanzen haben wir? 10 Stück. Ich sammle einfach noch ein paar ein. Ich glaube, noch ein Wildschwein dürfte auch nicht schaden. Jetzt bleib halt stehen, meine Güte. Denn ich glaube, ein bisschen mehr Leder passt auch. Och. Was zum Teufel ist hier los? Man kann also auch springen nebenher, das ist gut. So. Cotton. Haben wir 16 Mal. Da unten ist noch ein bisschen, das sammle ich noch ein und dann geht's zurück zum Craften. Zack, zack. Und... ja, geht nur so. So. Ja, ich habe es ja schon ein bisschen verraten. Wir brauchen ein Sewing Kit. Wir brauchen für das Sewing Kit diesen Faden. Wir brauchen eine Nadel, irgendeine Nadel. Da haben wir den Vorteil, wir können aus Holz schon eine Nadel machen. Und heute hoffe ich, dass wir auch schneller irgendwie Progress machen. Denn die letzten Folgen waren ja mehr oder weniger nur ein bisschen rumeiern. Mehr oder weniger. So. Als erstes hauen wir das rein. Cloth haben wir. Und hier machen wir erstmal einmal, zweimal, dreimal. Das dürfte erstmal reichen. Haben wir hier noch was drin? Take all.
Von denen werden wir noch ein paar mehr brauchen. Sand, das kann ich ja nebenher schon holen. Haben einfach hier so ein Loch. Vorsicht, so dass es nicht mit Wasser sich füllt. Zumindest noch. So. Es dürfte erstmal. Oh ja, das sollte reichen. So, dann brauchen wir ein bisschen Kohle. Und ich habe keinen Platz im Inventar. Wer hätte es gedacht? So, schmeißen wir erstmal klein. Na, den werde ich vielleicht brauchen für die Nadel. Kupfer brauchen wir erstmal nicht. Oh, das müsste erstmal passen. Und wieder ist es passiert. Das war falsch. Die Map muss ja da bleiben. So. Das ist fertig. Das ist auch fertig. So, denn jetzt können wir ein Sewing Kit machen. Haben wir noch die Holznadel. Und jetzt müsste auch der Bellow da sein. Hier, bitteschön, Craft. Und kein Platz im Inventar, wer hätte es gedacht. So, und dann bringen wir die Kohle doch zurück. So. Black. War das Blacksmith? Ja. Construct. Stellen wir uns auch hier in die Gegend. Ich würde jetzt erstmal hier so am Wasser bleiben. Stellen wir uns hier daneben. Und siehe da, jetzt können wir hier eine Iron Needle machen, eine Schaufel. Und dazu brauche ich die Iron Ingots. Gut, dass ich die hier reingeschmissen hatte. Habe ich noch Steine, hauen wir raus. Habe ich Iron komplett vercraftet? Sieht so aus. Gut, dann nehmen wir doch die Iron Ingots mal raus. Schaufel, die hier ist zum Planieren. Die mache ich mir einmal. Die Säge mache ich mir einmal. Und den Spade mache ich mir auch mal. So, jetzt brauchen wir wieder die Kohle. Wir haben immer noch keinen Platz, oder? Doch, einen Platz haben wir. Perfekt. Wieder anzünden. Tada! Ich vermute, dass wenn es regnet, dass der hier ausgeht. Eventuell. Das sehen wir dann. So, gucken wir erstmal. Haben wir da noch einen Platz frei? Ja, haben wir. Packen wir das Leder noch mit rein. Bisschen aufräumen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Die Stone Arrows brauchen wir nicht. Können wir nicht benutzen. Copper Ingot schmeiße ich da rein. Den Rest behalte ich mal noch. So, ich habe auch mein Handy vor mir liegen, falls ich was im Wiki nachschauen will. Dann ist es blöd, wenn ich hier irgendwie 5 Stunden brauche, um irgendwas rauszufinden. Dann hauen wir das ganze rohe Fleisch mal noch weg. Hier jetzt gerade Hochbetrieb, dann kann ich jetzt nämlich schauen, was wollte ich als nächstes craften. Und zwar Werkzeuge. Ich habe jetzt die Säge. Für irgendwas habe ich die Säge gebraucht, ich weiß aber nicht mehr für was. Ach, du meine Güte. Neue Klamotten. Ziemlich viele neue Klamotten. Ach, du Heilige. Pirate Captain Head, was brauche ich dafür? Leder. Den will ich irgendwie haben. Das Leder hier rein. Oder hier rein. Hier rein. Oh ja. Ich weiß, das andere gibt mehr Armor, aber der hier sieht besser aus. So. Neue Werkzeuge? Haben wir neue Werkzeuge? Nicht wirklich. Klamotten, wie gesagt, ohne Ende. Was gibt's denn von den Piraten noch? Cowboy-Stiefel, Pirate Boots. Brauche ich noch mehr Leder? So, hat der Pirat denn auch Hosen, Iron Armor, Northern Uniform Pants, Pirate Pants. Die machen wir doch. Inventory, Hose. Den schmeißen wir weg. Und das Oberteil vom Piraten müsste dann das hier sein. Ne, das ist die Alchemist Robe. Wie sieht denn dann das Oberteil aus? Cowboy, Cowgirl, Crab. Okay, man kann sich aus den Krabben auch Klamotten basteln. Ein Labcoat. Pirate Captain Jacket, da brauche ich einmal Cloth dafür. Dazu brauche ich hiervon. Ich heb den mal auf und damit er hier nicht einfach rumliegt. Break. So, wird er einfach gleich zerlegt. Mein Oberteil kann ich eigentlich auch gleich ausziehen. Und zerlegen. So. Feuer ist an in den Öfen. Machen wir doch hier noch das Feuer an. Das war kurz knapp, glaube ich. So. Essen wir nochmal was. Ich möchte eigentlich hier. Lie on. Und schlafen. Morgendämmerung.
wieder die Frühstücksananas. Und er hat wieder keinen Hunger mehr, das ist gut. So. Na, jetzt können wir hier auch Teppiche machen. Das müsste auch durch sein. Jupp. Die sind auch fertig. Davon machen wir gleich noch ein paar. Die nehmen wir alle. So. Jetzt müsste hier auch langsam mehr passieren. Ein kurzer Blick noch. Wie viel brauche ich denn für das Oberteil? Woodsman Shirt. Okay, da gibt es also noch mehr. Einmal Cloth, okay. So, was haben wir hier Neues? Nicht viel Neues. Möbel haben wir natürlich auch nicht so viele neue. Aber hier wahrscheinlich. Advanced Repair Kit. Was braucht man dafür? Nails, Sewing Kit und so weiter. Iron Spikes. Schauen wir mal. Black. Okay, Blacksmith Station ist wirklich nur die Forge. Okay. Nägel. No fuel. Er braucht also immer ziemlich viel. Das heißt, wir brauchen ganz viel Iron, wenn wir uns Metallwerkzeuge und so weiter craften wollen. Aber erst gibt's noch das Shirt. Die Schuhe, können wir uns die Schuhe auch craften? Da brauchen wir nochmal Leder, okay. So, wir haben nicht mehr allzu viel Kohle. Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das hier Kohle sein. Ah, heben wir das noch auf. So. Also brauchen wir jetzt erstmal viel Cotton, viel Iron und nach Möglichkeit eigentlich von allem viel. Ah, Federn auf jeden Fall mitnehmen. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob es hier oben irgendwo Iron gab. Das wäre gut, wenn ich nicht so weit weglaufen müsste dazu. Aber ich glaube, ich habe kein Glück. Haben wir zumindest noch Cotton Plants. Das Pferd werde ich nicht töten für Leder. Da reichen die Wildschweine, weil die kann man auch essen. Wobei ich nicht weiß, ob man die Pferde auch essen kann. Von dem her könnte ich es ausprobieren, will ich jetzt aber gerade nicht.
Hier ist überall Kupfer. Da könnte Iron sein. Iron, ja. Direkt darunter ist Kupfer. Das kommt dann vermutlich als nächstes. Na, hier hatten wir ja auch noch. So, da haben wir wieder Iron. Was habe ich denn jetzt noch eingesteckt, was ich nicht brauche? Iron. 110 Iron, das reicht locker. Das heißt, jetzt bauen wir Cotton Plants. Ich könnte mal gucken, wie die Karte sich inzwischen entwickelt hat. Ah. Da haben wir schon gut was aufgedeckt. Cotton Plants und Leder, das heißt, jetzt wird ein bisschen gejagt. So, 7 Stück haben wir da nochmal. Nochmal Flint. Da drüben sind noch mehr. Ja. Nimm noch Cotton mit. Federn auch immer mitnehmen. Brauche ich für Pfeile. So, und jetzt muss ich ganz kurz mal raustappen und das Dashboard kontrollieren. Ah ja, jetzt. Das sieht besser aus. Weil das hängt gerade immer ein bisschen. Nachdem gestern Abend das Internet noch abgekackt ist, mitten in Battlegrounds im Stream, weiß ich nicht. Okay, Cotton kann ich nicht mehr mitnehmen. Stackt immer nur auf 20. Was haben wir denn an Fu? Das brauche ich nicht. Machen wir noch Rope. Haben wir auch wieder einen Platz mehr. So, jetzt aber. Ja, auf jeden Fall, gestern ist mitten im Battlegrounds-Stream da noch das Internet abgekackt. Deswegen kann es sein, dass es heute immer noch ein bisschen spinnt, so kleine Nachwirkungen. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich habe da leider keinen Einfluss drauf. So. Irgendwie habe ich Lust, mal zu versuchen, ob ich den Hai
Dinge kriegen kann. Oder ob der gleich abhaut. Alles klar. Oh. Okay, zwei Treffer und er haut ab. Das ist nicht cool. Ach, da drüben ist er doch. Das ist ein anderer, oder? Okay. Dann lassen wir den Hai erstmal in Ruhe. So, für die Stiefel brauche ich Leder, okay. Einmal Leder. Jetzt aufgesammelt. Gras brauchen wir nicht. Alles weg. Fleisch kann ich auch nicht mehr tragen. Dann tun wir die Melone weg. Ich glaube, Fleisch ist nahrhafter. Immer noch Hunger? So. Oh nein, ich habe das rohe Fleisch gegessen. Das war nicht so clever. Shit. Willkommen im Stream an den zweiten Zuschauer. Ich hoffe, der Stream ruckelt nur bei mir im Dashboard so ein bisschen. So, Leder ist das Ziel. Das können wir theoretisch gleich vercraften. Eine brauchen wir noch. Wie immer, wenn man etwas sucht. Na komm schon, eine Cotton Plant noch. Da. Können wir nämlich hier alles voll machen. So. Leder. Das heißt, jetzt gibt es noch die Stiefel dazu. Hier. Pirate Boots Craft. Die schmeiße ich nicht weg. Packen wir einfach mal auf die Seite. Noch ein bisschen Kohle.
So, Leder haben wir noch zweimal. Was war hier noch drin? Nägel. Dann gibt's hier noch so rum was. Craften wir noch ein paar von den Sachen. So, dann können wir jetzt schauen. Für irgendwas brauchen wir einen Haufen Nägel. Gucken wir mal. Ah, die Foundry war doch, glaube ich. Okay, Foundry gibt's noch nicht. Snack. Nee, Sack. Okay, wir können jetzt also auch Säcke und so weiter herstellen. Das sind Hausbausachen. Sieht auch aus, als wäre da noch ein bisschen was dazugekommen. Schauen wir erstmal hier. Piratenflaggen, Länderflaggen. Oh, Länderflaggen. Das volle Programm. Aber was fehlt uns denn noch? Schauen wir nochmal bei allem durch. Vermute mal, irgendwas brauchen wir auf jeden Fall noch. Iron Railing. Paper Press würde ich mir jetzt erstmal noch sparen. Ach, hier haben wir Locksmith Table. Den brauchen wir aber eigentlich auch erstmal nicht im Singleplayer, weil wir ja erstmal keine Schlösser brauchen. Theoretisch könnten wir... Okay, es gibt also keine Häuser an sich oder Wände direkt an sich, sondern das wird wohl aus diesen Blocks gemacht. Könnten wir eigentlich mal ein richtiges Haus bauen? Ah, nicht unbedingt aus Marmor. Aus normalem Stein vielleicht? Auch Marble. Das ist Stahl. Brick ist aus Clay. Ach, hier Stone. Das hier ist wahrscheinlich für Boden. Das ist fürs Dach oder so. Gibt's auch einen normalen. Stone Stairs. Stone Panel. Ich glaube, wir gucken dann eher nach dem da, oder? Stone Chunk. Oh je. Stone Block. Hier, einfach nur Stone Block. Okay, dann heißt es jetzt Steine holen. Alles, was ich nicht brauche, erstmal weg. Kohle noch eingesteckt und Nägel noch da rein. Haben wir noch Platz? Ja. Säge. Planken.
Die Wooden Pieces. Kann man aus denen nicht die Planken machen? Nee, aus Logs. Okay. So. Da ist ein Haufen Leder. So, das müsste erstmal reichen. Kohle noch rein. Sammeln wir vorher noch mal alles ein. Der hat kein Fuel, das ist jetzt nicht so wild. Ja, das ist nicht direkt stacked, ist nicht so nett. So. Jetzt ist das Ziel, Stein zu holen. Und ich glaube, da müssen wir nicht so weit laufen. Denn wir wollen ja jetzt ein Haus haben. Ich vermute, das hier dürfte schon direkt Stein sein. Wir brauchen Stone Chunks. Nur Stein raus. Ah ja, doch. Es kommen auch Chunks raus. Sehr gut. Oh, Marble ist auch mit drin. Gibt also Stein und Marmor. Den einen da oben noch. So. Ich versuche gerade nachzuvollziehen, ob der Stream wirklich laggt oder nicht. Ja. Das tut mir sehr leid. Ich werde gleich mal gucken, was das Problem hier ist. Warum das hier immer unterbrochen wird und warum nicht. Ich würde sagen, das ist leider noch eine Nachwirkung von dem gestrigen Internetausfall. Aber ich glaube Besserung. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht beheben kann. Ich hoffe, dass er das dann wenigstens auf YouTube als ein Video hat und nicht mit diesen Unterbrechungen drin. So, ich sammle das geschwind alles ein. Na, komm schon, her damit. So. Und dann bin ich gleich wieder da. Denn dann mache ich erstmal einen Speedtest. Ihr könnt das jetzt live hören. Nicht sehen, aber hören. Gucken wir mal.
So, also am Internet, an der Geschwindigkeit sollte es nicht liegen. Dann ist es leider Twitch heute vielleicht. Was ich machen kann, ist einmal den Stream stoppen und nochmal starten. Ich hoffe, ihr seid dann gleich nochmal da. So, mal gucken, ob es jetzt läuft oder besser läuft. Ich vermute nicht. So, wie viel Soundchunks haben wir denn? Kann ich die Blocks direkt so craften? Ach, jetzt brauche ich den Meißel, den habe ich nicht dabei. Wunderbar. Und da werde ich angeschrieben, ob ich Battlegrounds spielen will. Aber das kommt erst heute Abend. So, also den Meißel brauche ich und dann kann ich das direkt aus dem Inventar craften. Das ist gut zu wissen. Ah, da brauche ich dann viel mehr Stein, weil für einen Block brauche ich zwei Stone Chunks. So, wie viele Stone Chunks? Es wäre nett, wenn er die mal zusammenstecken würde. So. 109, das sollte erstmal für den Anfang reichen. Schauen wir mal, was wir daraus erreichen können. Und ich sehe schon, das wird nicht besser, deswegen mache ich das jetzt ganz anders. Ich setze jetzt die Bitrate einfach mal hoch. Und hoffe, dass es funktioniert. So, als erstes würde ich mir gerne ein Plätzchen planieren. Dazu brauche ich aber den Kandidaten hier, wenn ich ihn finde. Den da. Iron Ingot brauchen wir da einen. Und den Meißel kann ich auch gleich wieder einstecken. Ja, Craft. Und er hat natürlich wieder kein Feuer. So, könnt ihr mir mal kurz in den Chat schreiben, ob der Stream bei euch auch ruckelt oder nicht? Das wäre sehr freundlich. Ob da immer wieder so Unterbrechungen drin sind.
So, die Kohle brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, das ist Twitch heute. Twitch mag mich heute nicht. So. Wo ist der normale Stone Block? Hier unten. Es gibt immer 4 Stück. Okay, die sind nicht groß. Hatte ich auch nicht erwartet. So, und jetzt ist sowieso Nacht. Dann legen wir uns doch mal hin. Schlafen eine Runde. Okay, er ist aufgewacht. Er hat Hunger, dann kriegt er auch was zu essen. Sogar ziemlich viel. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da eine Hütte hinkriegen. Aber zuerst brauchen wir die da. Flatten. So, gucken wir erstmal noch ein bisschen rum. Eigentlich würde ich sogar sagen, ist das hier gar nicht schlecht. Machen wir erst kurz den da noch weg. Sand nehmen wir mit, das ist gut. So, das wird eine Baufläche für unser Haus. Ah, sammeln wir mal den ganzen Sand hier ein. So, ich glaube, das reicht für den Anfang. Kein Platz mehr im Inventar. Ach nee, der Hammer ist kaputt. So, das reicht erstmal. Dann kommt jetzt der Teil, wo wir mit Lego spielen, mehr oder weniger. So, der Baum. Eigentlich wollte ich die Palme stehen lassen.
Aber wir haben drumherum noch Palmen, also wird die jetzt noch entfernt. Frag mich gerade, was passiert. Okay. Nicht wirklich viel. Na, sammeln wir auch wieder alles ein. Und den kloppen wir noch weg. Und jetzt müssten wir theoretisch mal schon so rum. Jetzt können wir unser Haus anfangen. Ich würde erstmal klein anfangen. Hier einen Raum hinmachen, so das Schlafzimmer oder so. So kann man also Reposition machen. Schauen wir mal. Den Raum hier nicht ganz abgemessen, deswegen sollte ich das noch mal neu machen. So, machen wir erstmal so. Ah, komm schon. Ich will immer mit R rotieren. Das geht aber nicht. So. Machen wir hier gleich weiter. So, noch eine Reihe und dann ein Fenster oder gleich hier freilassen für ein Fenster. Das ist die Frage. Machen wir erstmal hier. Ja, ich glaube, es wäre nicht so gut, wenn wir hier schon zumachen und noch kein Fenster einbauen. So. Hier brauchen wir auf jeden Fall kein Fenster, denn das ist eine Innenwand. So. Hier kommt noch ein Fenster ran. Ich will den da aufheben. Der ist falsch gesetzt, oder? Nee, der stimmt sogar. Ah, der hier stimmt eigentlich nicht, aber egal. So. Muss ich dann gucken, wie ich das mache. So. Dann die Tür machen wir hier hin. Ah, da brauche ich dann auch diese Einzelblöcke, damit das ein schönes Bild ergibt. Es geht erstaunlich gut. Man muss nur mit der Maus ein bisschen frickeln. So, und hier soll oben drüber eh zu sein. Oder reicht das? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt komme ich durch. Okay. Das heißt, ich muss hier. Ich muss erstmal gucken, wie groß ist so eine Tür eigentlich. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. So, eine normale.
Warum brauche ich... Ach so, das ist... ja, okay. Oh. Verdammt. Okay. Shit. Schnell alles wieder einsammeln. Denn die ist definitiv ein bisschen größer. Dann sind die Fenster wahrscheinlich auch größer. Aber das ist nicht so wild, denn da Twitch mich gerade nicht mag, würde ich jetzt erstmal hierbei belassen. Wir wissen, wie die Blocks funktionieren, wir wissen, wie die Türen funktionieren. Deswegen würde ich den Stream hier erstmal beenden. Es tut mir leid, dass der jetzt ein bisschen kürzer ist. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass das Internet wieder mitspielt und ich schaue auch nochmal nach, ob ich irgendwas dagegen tun kann. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.